und herzlich willkommen zur zweiten Sitzung. In der heutigen Sitzung wollen wir die Themen von letzter Woche so ein bisschen erweitern. Wir haben letzte Woche kennengelernt, wie wir denn aus unserer DNA den Bauplan für Proteine ablesen können und dann aus diesem Bauplan ganz bestimmte Proteine synthetisieren. Heute wollen wir einen Schritt weitergehen, also vom ganz, ganz Kleinen, von der DNA und der Genetik einen Schritt weitergehen und uns anschauen, aus was denn eigentlich unser Nervensystem aufgebaut ist. Da werden wir also unsere unterschiedlichen Bausteine des Nervensystems kennenlernen, nämlich einmal das Neuron, also die Nervenzelle als wichtigstes Element unseres Nervensystems, also aus welchen Anteilen so ein Neuron eigentlich aufgebaut ist. Und dann werden wir auch noch Unterstützungszellen kennenlernen, die sogenannten Gliazellen. Ziel ist es, dass Sie am Ende der heutigen Sitzung ganz grob Bescheid wissen, aus was wir denn so ein Nervensystem zusammenbasteln können und was die einzelnen Teile in so einem Nervensystem alles für Funktionen haben. Unser Nervensystem, hier habe ich Ihnen mal ein Bild mitgebracht, so können Sie sich das vorstellen. Das ist das, was in allen Ihnen, von Ihnen drin ist. Sie haben ja eine Haut, unter dieser Haut haben Sie dann Muskeln und dann da drin in diesen Haut und Muskeln liegen diese ganzen Nervenzellen. Wenn man die aus Ihrem Körper heraus präpariert, schaut das Ganze so aus, wie Sie das hier auf diesem Bild sehen. Ganz oben drauf haben wir unser Gehirn und an diesem Gehirn, da hängt dann unser sogenanntes peripheres Nervensystem dran, das also unseren Körper versorgt. In diesem Nervensystem haben wir zwei ganz wichtige Klassen von Zellen. Das eine sind die Nervenzellen, die Neurone, und das andere sind die Gliazellen. Vom Ursprung her sind beides erstmal das Gleiche. Wir haben letzte Woche kennengelernt, diesen Weg von der pluripotenten Zelle hin in der Ausdifferenzierung hin zur finalen Form, die Zelle eine ganz bestimmte Funktion erfüllt. Genauso ist es bei Nervenzellen und Gliazellen auch. Die entstehen aus dem gleichen Vorläufer und dann in ihrer individuellen Zellentwicklung differenzieren die sich aus in Nervenzellen oder Gliazellen. Nervenzellen, das sind die Zellen, mit denen wir Informationen in unserem Körper, in unserem Nervensystem durch die Gegend transportieren. Die sind also ganz zentral für die Verarbeitung von Informationen. Und Gliazellen, das sind die Zellen, die Nervenzellen unterstützen, versorgen und die dreidimensionale Struktur für unser Nervensystem geben. Wenn wir uns so ein Nervengewebe anschauen, dann können wir eben unterschiedliche, rein durchs Anschauen, schon unterschiedliche Strukturen kennenlernen. Hier auf dem Bild sehen Sie mal einen Schnitt durch das Gehirn. Also wir nehmen quasi das Gehirn, das in unserem Schädel ist, das nehmen wir raus und schneiden hier auf der Ebene, so quasi knapp vor den Ohren, einmal durch. Und wenn wir einen ganz, ganz feinen Schnitt machen, dann können wir diesen ganz, ganz feinen Schnitt einfach auf eine beleuchtete Glasplatte legen, von unten durchleuchten und dann sehen wir schon mit bloßem Auge ganz, ganz grobe strukturelle Unterschiede. Und zwar können wir unser Gehirn einteilen in die sogenannte graue Substanz und die weiße Substanz. Diese graue Substanz, das ist vor allem die Großhirnrinde, der Neokortex, also die äußerste Schicht unseres Gehirns. Diese graue Substanz, die ist grau, denn die enthält ganz viele Nervenzellen, also die Zellkörper von Nervenzellen liegen in der grauen Substanz. Da haben wir 6 Schichten, manchmal sind es auch weniger, aber so ganz grob können Sie sich merken, ist dieser Neokortex aufgebaut aus 6 Schichten von Zellkernen, die vor allem ganz kurze Verbindungen miteinander eingehen. Also da haben wir so eine lokale Struktur, die wir noch jetzt im weiteren Verlauf noch genau kennenlernen. Hier in dieser grauen Substanz dienen Gliazellen vor allem um diesen Nervenzellen einen Platz zuzuordnen, also eine räumliche Struktur zu geben und diese Nervenzellen mit ganz bestimmten Nährstoffen zu versorgen. Auf der anderen Seite haben wir unsere weiße Substanz und diese weiße Substanz, die finden wir vor allem in den Bereichen unterhalb, also im Inneren des Gehirns, also unterhalb des Neokortex. Diese weiße Substanz zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier vor allem
Nervenfasern haben, also die Axone, also quasi diese Ausgangsstrukturen von Nervenzellen, die hier über sehr lange Strecken Verbindungen zwischen einzelnen Bereichen des Gehirns herstellen. Und diese weiße Substanz, die ist deswegen weiß, weil diese Axone, also diese Nervenfasern von Nervenzellen, mit Fett umwickelt sind. Diese Fettumwicklung nennt man Myelinisierung. Und dieses Fett, sieht man eben, ist quasi, wie wenn Sie ein Stück Butter nehmen. Butter ist ja auch eher so ein bisschen hell, weißlich, gelblich. Und genauso ist hier auch diese weiße Substanz einfach durch dieses Fett des Myelins, sieht das so ein bisschen weiß aus. Diese weiße Substanz, eben quasi, das sind lange Nervenfasern, lange Faserverbindungen. Hier, dieses Myelin hat eben hier diese Glia von den Gliazellen bereitgestellt, hat hier vor allem eine Schutzfunktion, die wir in dieser Woche, in der nächsten Woche ganz genau uns anschauen wollen. Wenn wir jetzt nicht nur so ganz grob drauf schauen wollen auf unser Nervensystem, dann können wir das Ganze auch ein bisschen genauer machen, können das Ganze unter ein Mikroskop legen und um das Ganze dann ein bisschen besser zu erkennen, können wir unterschiedliche Bereiche unseres Nervengewebes einfärben. Eine Möglichkeit dazu wurde von Franz Nissl erfunden. Dieser Franz Nissl, der hat sich überlegt, okay, das war so in der Frühzeit der Fotografie, als man solche Verfahren entwickelt hat, um Bilder mit chemischen Prozessen irgendwie abbilden zu können, hat der sich gedacht, okay, wunderbar, Dinge, die mit der Fotografie funktionieren, mit der sogenannten Cyanotopie, können Sie mal nachschauen, das können Sie auch zu Hause machen, das ist eine Blaufärbung aufgrund von Eisen, hat er sich eben gedacht, okay, kann man sowas Ähnliches auch mit Nervengewebe machen, hat also hier so eine eisenhaltige Lösung auf Nervengewebe gegeben und hat dabei herausgefunden, dass hier diese ganz bestimmte eisenhaltige Lösung, die er hier verwendet, an den Zellkörpern sich, also quasi an die Zellkörper bindet. Und hier kann man dann eben die Zellkörper in so einem ganz feinen Hirnschnitt visualisieren. Also hier auf dem Bild haben wir beispielsweise einen Schnitt durch den Hippocampus, also ein Teil von unserem Temporallappen, wo man aber eben sieht, unterschiedliche Bereiche, an denen viele Zellkörper liegen und eher Bereiche, wo wenige Zellkörper liegen. Also da kann man auch schon rein aufgrund von solchen Färbemethoden eben sehen, okay, wo finden sich, in welchen Schichten unseres Nervensystems finden sich denn ganz besonders viele Zellkerne. Etwas weiterentwickelt hat diese Idee dann Camillo Golgi, auch wieder, wir sind immer noch in dieser Tradition der frühen Fotografie, der dann eine Färbemethode entwickelt hat, basierend auf Silbernitrat. Und dieses Silbernitrat kann man eben auch wieder einem Hirnschnitt zugeben und dann spült man dieses Gewebe mit Kaliumdichromat aus und da gibt es eine chemische Reaktion, dass dann Silberchromat an Nervengewebe hängen bleibt, also ausfällt. Und damit kann man dann nicht nur die Zellkörper visualisieren, sondern kann auch diese Zellfasern, also diese Faserverbindungen von Nervenzellen visualisieren, kann sich also auch anschauen, welche Zellen stehen mit welchen Zellen in Verbindung, kann also dieses Nervengewebe visualisieren und anschauen. Und diese Färbung, basierend auf dieser Golgi-Färbung, die hat dann ein ganz berühmter spanischer Forscher verwendet, um unser Nervensystem im Detail zu beschreiben. Santiago Ramón y Cajal war einer von diesen ganz großen, ganz wichtigen Neurophysiologen, der Pionierarbeit zum Aufbau unseres Nervensystems geleistet hat. Und zwar hat er Nervengewebe, also feine Schnitte von unserem Nervengewebe genommen, mit so einer Golgi-Färbung eingefärbt und dann unter dem Mikroskop angeschaut und das, was er unter dem Mikroskop gesehen hat, parallel aufgezeichnet. Und was er dabei eben herausgefunden hat, war, welche Form ganz bestimmte Zellen in unserem Nervengewebe annehmen können. Und er hat auch als erster entdeckt, dass Nervenzellen keine direkten Verbindungen miteinander eingehen, sondern dass zwischen Nervenzellen immer ein kleiner Spalt ist, die sogenannte Synapse. Er war also der Erste, der postuliert hat, dass wir in unserem Nervensystem kein durchgängiges Kanalsystem haben, wie bei unseren Blutgefäßen oder unserem Lymphsystem, sondern dass wir hier Informationen über diese kleinen Spalte, über diese Synapsen übertragen müssen. Und wie das funktioniert, das werden wir dann in der
nächsten Woche noch kennenlernen, wie eine sogenannte chemische Synapse funktioniert, beziehungsweise wir werden es heute schon mal ganz kurz anschauen. Diese drei Herren haben also in der Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ganz viel Pionierarbeit geleistet, von der wir wissen, wie so eine Nervenzelle eigentlich aufgebaut ist und welche Organellen, also welche Körperchen wir in so einer Nervenzelle finden. Und wir wollen heute in der heutigen Sitzung mal diese ganze Arbeit mal nachvollziehen und uns mal genau anschauen, was haben wir denn eigentlich in so einer Nervenzelle drin und was machen eigentlich diese ganzen Dinge in so einer Nervenzelle. Schon mal als Tipp, das ist immer so eine Frage, die kommt ganz gerne in der Klausur dran. Da kriegen Sie dann so ein Bild in der Klausur und dann sage ich Ihnen so, okay, wunderbar, beschriften Sie doch mal einfach mal die wichtigsten Teile von so einer Nervenzelle. Also das ist was, das sollten Sie sich vielleicht für irgendeine Klausur in Biopsychologie, die Sie eines Tages mal in Ihrem Leben schreiben werden, merken. Und das ist auch Wissen, das sollten Sie so als Allgemeinbildung aus der heutigen Vorlesung einfach mal mitgenommen haben. Fangen wir also mal außen an bei so einer Nervenzelle. Das Äußerste, was wir in der Nervenzelle finden, ist die Zellmembran, also das Ding, was die Nervenzelle umfasst. Diese Zellmembran, das ist eine Doppellipidschicht, also so zwei Schichten aus sogenannten Phospholipiden. Das sind Moleküle mit einem Phosphorkopf und Lipid, also Fett, anhängen. Und das wissen Sie noch aus dem Chemieunterricht, es gibt hydrophobe und hydrophile Moleküle, also Fett ist beispielsweise hydrophob, das kennen Sie von der Suppe. Wenn Sie eine Suppe kochen, dann finden Sie obendrauf Fettaugen. Das heißt, das Fett und das Wasser in der Suppe, das verbindet sich nicht so gut, die trennen sich also. Auf der anderen Seite hier der Phosphatanteil dieser Phospholipide, der ist hydrophil, der geht also Bindungen mit Wasser ein. Und aus diesem Zusammenschluss zwischen einem Phosphorkopf und diesen Lipidanhängseln bilden sich dann, wenn man diese Phospholipide ins Wasser gibt, bilden sich Membranen. Auch wieder können Sie sich ein bisschen vorstellen, wie so ein Fettauge. Und daraus bildet sich dann eben diese Doppellipidschicht, die unsere Zellmembran darstellt. Diese Zellmembran, die ist erstmal nicht durchlässig für irgendwelche Stoffe. Das ist quasi eine feste Membran, durch die wir erstmal so nichts hindurchbekommen. Um durch diese Membran irgendwas durchzubekommen, da brauchen wir wieder unsere dreidimensional gefalteten Proteine. Erinnern Sie sich nochmal an letzte Woche, da haben wir kennengelernt, dass wir aus Aminosäureketten Proteine formen, die eine ganz bestimmte dreidimensionale Struktur annehmen. Und wenn wir mehrere von diesen dreidimensional geformten Proteinen aneinander setzen, dann können wir beispielsweise hier solche Ionenkanäle bilden. Diese Ionenkanäle, das sind also Proteingebilde, die in dieser undurchlässigen Zellmembran sitzen und durch die dann sogenannte Ionen, geladene Teilchen, hindurchwandern können. Diese Ionenkanäle, die können auch ganz bestimmte Öffnungs- und Schließeigenschaft haben, das heißt, die können auch Rezeptoren besitzen, die können also Bindungsstellen besitzen, an die ganz bestimmte Signalstoffe binden können, die dann diese Ionenkanäle öffnen oder schließen. Diese Membranproteine, die sind also ganz zentral, um Dinge durch unsere Zellmembran hindurch zu bekommen. Abgesehen von diesen Membranproteinen haben wir auch noch Fett in der Zellmembran, also Cholesterin. Das ist vor allem wichtig, damit diese Zellmembran möglichst beweglich bleibt. Und die ist ganz wichtig für den Stofftransport von Hormonen. Hormone werden wir auch noch kennenlernen, wie die genau funktionieren. Und um eine ganz bestimmte Klasse von Hormonen in die Zelle reinzubekommen, brauchen wir diese Fettaugen, also diese Cholesterinblobs in der Zellmembran, durch die dann diese Hormone hindurchwandern können. Und dieses Cholesterin ist auch ganz wichtig, um eine direkte Bindung zwischen Nervenzellen eingehen zu können, dass also beieinander liegende Nervenzellen eine Bindung an den Zellmembranen eingehen können. Neben der Zellmembran haben wir noch eine weitere wichtige Membran, diesmal in der Zelle, und das ist die Zellkernmembran. Unser Zellkern im Inneren der Zelle, den haben wir letzte Woche schon ganz kurz kennengelernt, ne, im Zellkern drin, da finden wir unsere Chromosomen, also die DNA, und um diesen Zellkern drumherum gibt es eine Kernhülle. Also dieser Zellkern, der ist nicht quasi, der ist nicht, auch nicht einfach nur so ein
keine Kugel im Inneren der Zelle, sondern das ist eine porige Membran, die hier diesen Zellkern umschließt. Abgesehen von der DNA haben wir im Zellkern drin auch noch den Nukleolus, also das Zellkernkörperchen. Wir haben letzte Woche, gab es eine Frage von jemandem, der irgendwo hinten sitzt, ich glaube, jetzt sitzt er hier vorne, die Frage, wo denn eigentlich die RNA herkommt. Und das ist eben unter anderem eine Aufgabe von diesem Zellkernkörperchen, diese ganzen Dinge zu synthetisieren, die wir für das Auslesen der DNA brauchen. Das sind also quasi diese ganzen Aufgaben, die hier das sogenannte Zellkernkörperchen übernimmt. Schauen wir nochmal zurück auf letzte Woche, da hatten wir kennengelernt, wie wir denn die DNA auslesen. Also wir haben in unserem Zellkern drin, liegt unsere DNA und die müssen wir dann aufgrund von ganz bestimmten äußeren Reizen, ganz bestimmten Hinweisreizen, müssen wir die auftrennen, dann wird an der DNA entlang unsere RNA synthetisiert und quasi dann eine Kopie erstellt von unserer DNA. Die wird dann zusammengeschnitten auf die Bereiche, die wirklich hier Informationen kodieren und dann aus dem Zellkern durch diese Poren in der Zellkernmembran raustransportiert in den Zellkörper. Und da finden wir dann die nächste wichtige Organelle, die sogenannten Ribosomen. Denn an diesen Ribosomen, da findet dann die Proteinsynthese statt. An diesen Ribosomen, da wird dann entlang der RNA, wird eben hier die tRNA zusammengesammelt, die dann die Aminosäuren in eine ganz bestimmte Reihenfolge zusammenbastelt. Diese Ribosomen hier auf der mikroskopischen Aufnahme können Sie es mal sehen, die Dinge, die hier mit auf dem Bild, die sehen Sie jetzt gerade nicht so, ich hoffe mal auf den Folien, die Sie aus dem OLAD runterladen konnten, sehen Sie es ein bisschen besser als hier auf dem Projektor. Die Dinge, die hier eingekreist sind mit R, das sind eben die Ribosomen. Und diese Ribosomen, die sind ganz zentral für die sogenannte Proteinbiosynthese. Hier bindet also die Messenger-RNA und die Aminosäuren werden hier dann synthetisiert, indem die tRNA bindet an ganz bestimmte Aminosäuren und die werden dann hier eben in den Ribosomen zu Proteinen kombiniert. Diese Ribosomen, die gibt es in zwei unterschiedlichen, kann man sich vorstellen, so in zwei unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt einmal freie Ribosomen und es gibt einmal die Ribosomen am endoplasmatischen Retikulum. Das ist so ein bisschen verwirrend, warum wir da zwei Klassen davon haben und vor allem sind es eigentlich nicht wirklich zwei Klassen, sondern es ist eigentlich beides mal das Gleiche. Also die Ribosomen, die können entweder frei in unserem Zytoplasma herumschwimmen oder die können, je nachdem, was für ein Protein die gerade synthetisieren, können die an das endoplasmatische Retikulum hinbinden. Also quasi je nachdem, welches Protein gerade hier synthetisiert wird, bleibt dieses Ribosom entweder im Zellkern, also im Zellkörper, im Zytoplasma oder bindet an das endoplasmatische Retikulum. Was Sie sich merken können, ist, dass die freien Ribosomen, die einfach so im Zytoplasma, also in der Zellflüssigkeit herumschwimmen, die synthetisieren vor allem solche Proteine, die auch im Zytoplasma verwendet werden. Also die beispielsweise in anderen Organellen in der Zelle weiterverwendet werden. Wenn so ein Ribosom dann ans endoplasmatische Retikulum synthetisiert, also dann werden hier vor allem solche Proteine gebildet, die für den Export bestimmt sind. Also die relevant sind beispielsweise in der Zellmembran. Also wenn wir uns beispielsweise irgendwelche Ionenkanäle oder Rezeptoren brauchen, die werden ja dann in die Zellmembran eingebaut. Das sind eben dann solche Dinge, die hier, also solche Organellen, die hier in dem endoplasmatischen Retikulum gebastelt werden. Oder hier werden auch solche Stoffe synthetisiert, die wir dann weitergeben und die dann beispielsweise als Neurotransmitter verwendet werden, die also irgendwie als Botenstoff aus der Zelle rausgegeben werden. Das gerade schon erwähnte endoplasmatische Retikulum, das gibt es auch wieder in zwei unterschiedlichen Ausprägungen. Einmal gibt es das Ganze als glatt und einmal gibt es das Ganze als rau.
auch wieder erstmal grundsätzlich beides das Gleiche. Das raue endoplasmatische Retikulum wird dadurch rau, dass da Ribosome dran binden. Also auch hier können Sie sich erstmal wieder merken, genauso wie bei den Ribosomen, egal wo die sind, das ist erstmal das Gleiche. Gleiches gilt für das endoplasmatische Retikulum, egal ob es jetzt glatt ist oder rau ist, ist erstmal das Gleiche. Unterscheidet sich einfach nur dadurch, okay, wer bindet denn jetzt gerade hier hin? Im glatten endoplasmatischen Retikulum, das ohne Ribosome, da werden vor allem solche Phospholipide gebildet. Also genau diese Stoffe, die wir für unsere Zellmembran brauchen. Genauso werden hier eben ganz bestimmte Hormone synthetisiert. Hormone werden wir auch noch kennenlernen. Das sind Botenstoffe, die eben nicht für die Informationsübertragung an Nervenzellen relevant sind, sondern die beispielsweise ausgeschüttet werden als Botenstoff. Also irgendwelche Botenstoffe, die an die Blutbahn weitergegeben werden oder an anderes Gewebe weitergegeben wird. Außerdem ist hier eben ganz wichtig, dass hier das Calcium gespeichert wird. Also wir haben Calcium, ist ja ein ganz wichtiges Ion, ein ganz wichtiges geladenes Teilchen für die Funktion von unseren Nervenzellen. Das wird hier am glatten endoplasmatischen Retikulum gespeichert. Auf der anderen Seite, das raue endoplasmatische Retikulum, das haben wir gerade schon kennengelernt, das ist also das endoplasmatische Retikulum, an das die Ribosomen binden. Also hier haben wir eben unser Ribosom, haben wir schon kennengelernt, das bindet an das endoplasmatische Retikulum und da werden dann eben solche Dinge synthetisiert, die wir dann eben aus der Zelle herausbringen, die wir irgendwie aus der Zelle rausbekommen wollen. Und hier ganz wichtig, sehen Sie schon auf der Folie, für dieses Weitergeben von diesen Stoffen, da ist unser Golgi-Apparat ganz relevant. Schauen wir uns das Ganze aber nochmal ganz kurz in der Übersicht an. Wir haben also unseren Zellkern. Im Zellkern drin, da haben wir unsere DNA und diese DNA, die kann ich auftrennen, über die RNA ablesen, dann kann ich die RNA aus dem Zellkern hinaus transportieren und dann wird entlang der Ribosome werden dann ganz bestimmte Proteine synthetisiert. Und je nachdem, ob unsere Ribosome jetzt frei in Zytoplasma herumschwimmen oder ob die ans endoplasmatische Retikulum bilden, werden eben unterschiedliche Dinge hier synthetisiert. Entweder irgendwelche Proteine für die Verwendung im Zellinneren oder irgendwelche Proteine für die Verwendung außerhalb der Zelle. Ja, eine Frage. Also die Frage ist, wenn ich sie richtig verstanden habe, ob die Mitochondrien selbst RNA besitzen und selbst Dinge synthetisieren. Also Mitochondrien haben RNA, es gibt mitochondriale RNA, man kann eben auch in den Mitochondrien quasi Informationen finden, die dann eben auch da synthetisiert werden kann. Hier in der Darstellung ist eben quasi, werden Proteine synthetisiert, die wir für die Arbeit der Mitochondrien brauchen. War das die Frage beantwortet? Ja? Okay. So, wunderbar. Ich hatte schon erwähnt, wir hatten unseren Golgi-Apparat und der Golgi-Apparat, der ist ganz relevant, um diese Stoffe, die wir dann am rauen endoplasmatischen Retikulum synthetisiert haben, irgendwie aufzubereiten, um die dann aus der Zelle herauszubekommen. Also wir synthetisieren also an den Ribosomen am endoplasmatischen Retikulum ganz bestimmte Aminosäuren, ganz bestimmte Proteine und die werden dann direkt weitergegeben an den Golgi-Apparat. Das sind also Strukturen, die miteinander in Verbindung stehen und hier wird durch eine weitere Aufbereitung, beispielsweise in Anhängen von Phosphat- oder Schwefelgruppen, werden hier dann ganz bestimmte Stoffe synthetisiert. Das werden wir noch kennenlernen, wenn wir uns genau damit auseinandersetzen, wie ganz bestimmte Neurotransmitter synthetisiert werden. Neurotransmitter, das sind genau diese Stoffe, die wir eben hier synthetisieren und die dann verwendet werden, um Informationen von einer Zelle zur nächsten zu transportieren.
Und wir werden da kennenlernen, dass diese Neurotransmitter eigentlich alle aus einer relativ kleinen Anzahl von Stoffen gebaut werden. Die müssen dann hier im Golgi-Apparat noch weiter synthetisiert, noch weiter umgebaut werden, um eine ganz bestimmte Funktion zu erfüllen. Dieser Golgi-Apparat, der ist auch ganz relevant für die Bildung der sogenannten Vesikel. Diese Vesikel, das sind kleine Bläschen, in denen wir dann unsere Neurotransmitter, also die für den Export bestimmten Proteine, vorfinden. Das heißt, von diesem Golgi-Apparat werden dann kleine Bereiche abgeschnürt und in diesen kleinen Bereichen, da sitzen unsere Neurotransmitter drin. Und die Neurotransmitter, die muss ich dann irgendwie aus der Zelle herausbekommen. Das werden wir jetzt dann gleich im weiteren Verlauf noch anschauen. Vorher schauen wir uns noch ganz kurz die Mitochondrien an. Hier wurden sie wurden gerade eben schon erwähnt. Mitochondrien kennen Sie vermutlich alle, unsere Kraftwerke der Zelle. Die sind ganz relevant, um hier das sogenannte Adenosintriphosphat, das ATP, zu synthetisieren. Adenosintriphosphat, das ist mehr oder weniger der Treibstoff für alle Funktionen, die wir in unserem Körper haben, die wir in unseren Zellen haben. Denn ganz relevant ist hier das Phosphat. Denn durch dieses Phosphat, das können wir dann vom ATP, von diesem Adenosintriphosphat, da können wir dann einzelne Phosphate abspalten, die können sich dann an andere Proteine hinbinden, dann ändern diese Proteine ihre Form und können damit eine ganz bestimmte Funktion erfüllen. Was Sie sich beim Mitochondrium also merken müssen, ist erstmal, okay, es ist ein komplizierter Aufbau. Hier, Ihr Kommilitone hat es schon erwähnt, auch wir finden auch hier mitochondriale RNA, die hier selbst ganz bestimmte Stoffe synthetisieren kann. Hier relevant ist erstmal, dass wir hier aus Fett, Zucker und Proteinen Adenosintriphosphat synthetisieren. Und dieses Adenosintriphosphat, ATP, das sollten Sie sich auf jeden Fall merken als den Stoff, den wir brauchen, um alle energieaufwendigen Prozesse in unseren Zellen zu vollbringen. Wenn wir in unseren Zellen Energie verbrauchen, dann fallen auch Abbauprodukte an. Und diese Abbauprodukte, die müssen wir irgendwie aus den Zellen rausbekommen. Für die Entgiftung von diesen Zellen haben wir auch wiederum zwei Organellen. Die Lysosomen und die Peroxisomen, die eben dafür verantwortlich sind, all diese Dinge, die in der Zelle anfallen, die wir nicht mehr brauchen, in kleine Bläschen zu verpacken und dann entweder abzubauen oder aus der Zelle heraus zu transportieren. Also haben wir zum Beispiel Fremdkörper, die wir abbauen müssen, oder wir haben irgendwelche Stoffwechselprodukte, die wir abbauen müssen. Die können wir hier also dann über diese Lysosomen und Peroxisomen aus der Zelle herausnehmen. Also auch wenn wir beispielsweise Giftstoffe in unserem Körper haben oder wenn Sie irgendwelche Medikamente nehmen, die abgebaut werden, dann werden diese Fremdkörper hier über diese beiden Organellen an der Zelle abgebaut und heraustransportiert. Jetzt haben wir so grob gesehen, was wir denn alles in so einer Zelle drin haben. Und was jetzt noch ganz wichtig ist, dass wir in dieser Zelle auch nicht nur Dinge drin haben, wie in so einem Wasserballon, sondern wir müssen dieser Zelle auch irgendwie eine Struktur und eine Form geben. Und für diese Struktur, da haben wir das sogenannte Zytoskelett, das Zellskelett. Dieses Zytoskelett, das gibt unserer Nervenzelle oder unseren Zellen ihre dreidimensionale Form. Nervenzellen können sich auch bewegen, die liegen nicht einfach nur so rum, sondern die bewegen sich auch tatsächlich, gerade eben in der frühen Entwicklung. Da werden ganz viele Nervenzellen neu gebildet und müssen sich dann irgendwie dahin bewegen, wo sie auch tatsächlich gebraucht werden. Diese Nervenzellen bewegen sich also und für diese Bewegung ist unter anderem auch unser Zellskelett relevant. Dieses Zellskelett, das ist auch dann relevant, wenn wir irgendwie auf unser Nervengewebe draufdrücken. Also das rate ich Ihnen jetzt nicht, aber wenn Sie jetzt beispielsweise mal in Ihr Ohr reindrücken würden, dann würde sich damit Ihr Trommelfell verschieben. Ihr Trommelfell würde dann die Basilarmembran bewegen. Die Basilarmembran würde dann Ihre Hörsinneszellen verformen. Oder wenn Sie auf Ihre Haut draufdrücken, dann verformen Sie dabei Nervenzellen. Das heißt, alle Reize, die irgendwie Druck von außen auf Ihren Körper auswirken, verformen
ihre Nervenzellen. Und damit die nicht einfach nur platzen oder durch die Gegend schwappen, brauchen wir eine ganz bestimmte Struktur. Und diese Struktur wird eben durch dieses Zytoskelett bereitgestellt. Außerdem ist dieses Zytoskelett ganz, ganz wichtig, um Stoffe in ihrer Zelle durch die Gegend zu transportieren. Also wir müssen ja, wir haben es ja gerade gelernt, wir produzieren irgendwelche Proteine, die wir beispielsweise an den freien Ribosomen synthetisieren. Und dann sollen die nicht einfach nur rumliegen, sondern die müssen ja dahin bewegt werden, wo sie dann gebraucht werden. Und dafür ist auch wieder unser Zytoskelett ganz relevant. Das organisiert also unsere Zellorganellen, organisiert also diese ganzen kleinen Dinge, die wir in so einer Zelle herumliegen haben. Und dieses Zytoskelett ist auch ganz, ganz relevant für alle unseren Bewegungen. Das werden wir in der Sitzung kennenlernen, wenn wir uns über unser motorisches System kennenlernen. Da werden wir zwei ganz bestimmte Anteile hier kennenlernen, das sogenannte Aktin und das Myosin. Das sind zwei Proteinfäden, also hier zwei Anteile von diesem Zytoskelett, die sich gegeneinander verschieben, die sich in unseren Muskelzellen gegeneinander verschieben und damit alle unsere Bewegungen ermöglichen. Dieses Zytoskelett, das besteht ganz grob, können wir das in drei unterschiedliche Anteile einteilen. Einmal haben wir unsere sogenannten Mikrotubuli, das sind die größten Anteile von unserem Zytoskelett. Das sind relativ lange Fäden, die sich entlang unseres Neurons, entlang des Axons durch unsere Nervenzelle ziehen. Diese Mikrotubuli, die sind vor allem relevant, um Stoffe, vor allem in Vesikeln verpackte Stoffe, durch unsere Nervenzellen zu transportieren. Die nächst kleinere Struktur, die sogenannten Intermediärfilamente oder Neurofilamente, die sind eben ein bisschen kleiner. Das sind auch wieder ein Zusammenschluss aus unterschiedlichen Untereinheiten. Die sind vor allem dafür relevant, um unserer Zelle eine dreidimensionale Struktur zu geben. Und dann zu guter Letzt haben wir als kleinste Einheit die sogenannten Mikrofilamente. Der Name sagt es schon, das ist das kleinste. Das ist hier eben unter anderem hier unser Aktin und das Myosin in unseren Muskelzellen. Aber die sind auch beispielsweise relevant als kleine Härchen an den Nervenzellen dran, um die Nervenzellen durch die Gegend zu bewegen. Ganz wichtig schon mal als kleinen Ausblick auf die klinische Psychologie zur Alzheimer-Demenz. Alzheimer-Demenz haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das ist eine neurodegenerative Erkrankung, also eine Erkrankung in unserem Nervensystem, bei der Nervenzellen, also neuronales Gewebe, abstirbt. Und bei dieser Alzheimer-Demenz, die unter anderem sich kennzeichnet durch Einschränkungen des räumlichen Orientierungsvermögens und des Gedächtnisses, da kommt es zu einem fehlerhaften Abbau der Mikrotubuli. Diese Mikrotubuli, das sind eben Proteinfäden, und diese Proteinfäden, die verklumpen bei der Alzheimer-Demenz, die bilden sogenanntes TAU, also ist hier Proteinverklumpungen, und diese Proteinverklumpungen, die sogenannten Taufibrillen, die führen dann dazu, dass die Zellen absterben. Also es ist quasi ein pathogener Prozess bei der Alzheimer-Demenz. Sollten Sie also irgendwann mal in die Alzheimer-Forschung gehen wollen, das ist der Mechanismus, an den Sie hingehen müssen. Sie müssen quasi herausfinden, wie schaffen Sie es, dass Sie verhindern, dass sich diese Taufibrillen, diese Proteinverklumpungen bilden und damit Zellen absterben. Wenn Sie das herausfinden, werden Sie reich. In der gesunden Zelle sind diese Mikrotubuli eben ganz relevant, um die in Vesikel verpackten Neurotransmitter durch das sogenannte Axon zu transportieren. Wir haben ja unseren Zellkörper, den haben wir jetzt kennengelernt, was in dem Zellkörper alles drin ist. Und unten an dem Zellkörper hängt das Axon dran. Dieses Axon, die Nervenfaser, die Informationsausgangsstruktur aus unserer Nervenzelle. Und wir müssen diese in Vesikeln verpackten Neurotransmitter entlang des Axons transportieren. Und dafür ist eben diese Mikrotubuli ganz relevant. Da haben wir nämlich ein Protein,
das sogenannte Kinesin-Protein. Und dieses Kinesin-Protein, das bindet an die Vesikel und führt dann unter einer energieaufwendigen Strukturveränderung dazu, dass diese Vesikel durch die Nervenzelle transportiert werden. Das können Sie sich in etwa so vorstellen, wie hier auf der Animation. Wir haben hier also unser Kinesin-Protein, also unser dreidimensionales Protein. Und wenn jetzt hier, wir haben es gelernt, ATP, Phosphor an dieses Kinesin-Protein hinbindet, dann verändert sich die dreidimensionale Struktur von unserem Kinesin-Protein und das kann sich dann eben in so einem zyklischen Prozess immer wieder verändern und kann damit unser Vesikel entlang der Mikrotubuli durch die Gegend transportieren. Also hier eben, das ist so ein energieaufwendiger Prozess, für den wir ATP brauchen. Ja, Frage. Die Frage ist, ob bei der Alzheimer-Demenz auch ein Abbau der Myelinisierung stattfindet. Bei der Alzheimer-Demenz ist tatsächlich der Abbau der Myelinisierung nicht ganz relevant. Vielleicht denken Sie hier an die Multiple Sklerose. Das ist eine Erkrankung, die sich klassischerweise durch den Abbau der Myelinisierung kennzeichnet. Also bei der Alzheimer-Demenz kommt es primär eben tatsächlich zum Absterben der Nervenzellen. Dabei werden Giftstoffe freigesetzt. Und diese Giftstoffe, die dabei freigesetzt werden, die führen auch dazu, dass auch Gliazellen absterben. Also es ist auch ein Prozess, der parallel stattfindet, aber das ist jetzt nicht der ganz zentrale Prozess, der hier zum Absterben der Nervenzellen führt. Wir haben es jetzt gerade eben schon gesehen, Axone, das sind irgendwie auch noch ganz relevante Strukturen an unseren Nervenzellen dran. Axone, das sind die Ausgangsstrukturen an unseren Nervenzellen, also die Strukturen, an denen wir Informationen von unserer Nervenzelle rausbekommen. Das sind also so lange Fäden, die unten an so einer Nervenzelle dranhängen. Klassischerweise hat jede Nervenzelle nur ein einziges Axon. Das können Sie schon mal merken, eine Nervenzelle hat einen Informationsausgang, hat also ein Axon. Hier in der strukturellen Aufnahme sehen Sie es, wie so ein Axon aussieht, wenn man das durchschneidet, dann sehen Sie entlang dieses Axons eben hier unsere Mikrotubuli und wir sehen hier unter anderem auch Mitochondrien. Das sagt uns zwei Dinge. Erstens, wir müssen entlang unseres Axons irgendwelche Stoffe transportieren. Wir müssen unsere Vesikel entlang des Axons transportieren und irgendwas hier ist unglaublich energieaufwendig, sonst bräuchten wir hier keine Mitochondrien. Huh. Diese Axone, die sind also ein bisschen anders aufgebaut als der Rest unserer Nervenzelle. Die sind also erstmal, je nachdem, wo wir uns in unserem Nervensystem befinden, sehr, sehr kurz, ich hatte es schon erwähnt, in unserer grauen Substanz, in der Rinde unseres Gehirns, da haben wir Axone, die nur ganz, ganz kurze Wege überbrücken. Die müssen also quasi nur benachbarte Nervenzellen miteinander verbinden. Auf der anderen Seite haben wir Nervenzellen, Nervenfasern, Axone, die mehrere Meter lang sein können. Also wir haben einzelne Axone, die entspringen in ihrem Motorkortex und ziehen sich durch ihr Rückenmark hin bis ans Ende ihres Rückenmarks beispielsweise. Also können also hier schon mal so ein Meter, je nachdem wie groß sie sind, so ein Meter, anderthalb Meter lang sein oder wenn Sie so eine Giraffe anschauen, auch mehrere Meter lang sein. Also diese Axone können extrem lang sein. Diese Axone können auch unterschiedlich dick sein und was Sie schon mal merken können ist, je dicker so ein Axon, desto schneller wird hier Information geleitet. Also für Axone gilt, je dicker, desto schneller ist die Informationsübertragung. Wir haben beispielsweise bei Tintenfischen, da haben wir sogenannte Riesenaxone. Das sind Axone, die kann man tatsächlich so fingerdick etwa, also Nervenfasern, können Sie einfach so mit bloßem Auge sehen, die extrem schnell Informationen weiterleiten können.
In diesen Axonen, da finden wir kein endoplasmatisches Retikulum. Das heißt, hier werden keine Dinge neu produziert. Die Axone dienen also nur dazu, Informationen weiterzuleiten. Diese Axonmembran, die ist auch einfacher aufgebaut als unsere Zellmembran. Beispielsweise finden wir in der axonalen Membran keine Rezeptoren, also keine Bindungsstellen für Neurotransmitter oder Übertragungsstoffe. Und wir finden eben hier am Ende des Axons das sogenannte Axonterminal oder auch Bouton genannt. Ich glaube, Herr Chandri nennt es irgendwie Bouton. Das ist quasi das Ende, so eine Verdickung des Axons. Da finden wir dann eben die Lagerstätte für die Vesikel. Wir haben es eben gerade gelernt. Vesikel, die werden eben im Golgi-Apparat abgeschnürt, dann durch das Axon hindurch transportiert und am Ende des Axons im Axonterminal gelagert. Und wie gesagt, entlang des Axons, im Axonterminal, da finden wir unglaublich viele Mitochondrien, denn hier laufen ganz viele energieaufwendige Prozesse ab. Dieses Axon entspringt am sogenannten Axonhügel. Das ist also am Zellkörper der Startpunkt des Axons, der Axonhügel. Und dann läuft dieses Axon eben mehrere Zentimeter, mehrere Meter vor sich hin und kann sich dann am Ende in sogenannte Axonkollateralen aufspalten. Das heißt, wir haben, ganz wichtig, an jeder Nervenzelle erstmal nur ein Axon, aber dieses Axon kann sich dann im weiteren Verlauf trennen, kann sich also in unterschiedliche Kollateralen auftrennen und am Ende einer jeden Kollaterale finden wir ein Axonterminal. Auch diese Axonterminale können sich dann wiederum in kleine Bereiche ausfächern. Das wird vor allem relevant, wenn wir uns Muskelzellen anschauen. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Detail an. Hier, wir sehen es in der Abbildung, wir haben diese Fäden, also unsere Mikrotubuli, die enden kurz vor dem Axonterminal. Wir werden also unsere Vesikel, die wir im Zellkörper gebildet haben, im Golgi-Apparat gebildet haben, werden hier also hintransportiert und werden dann im Axonterminal gelagert. An der Unterseite des Axonterminals, dem sogenannten, das ist dann quasi der präsynaptische Bereich, ne? Da sind wir bei dem Ding, was der Herr Santiago Ramón y Cajal postuliert hat, nämlich die sogenannte Synapse, also quasi diese Bindungsstelle zwischen zwei Nervenzellen. Da haben wir dann am Axonterminal auf der präsynaptischen Seite eine Bindungsseite, an der dann die Vesikel mit der Zellmembran verschmelzen können, um dann Neurotransmitter freizusetzen. Und an dieser Bindungsstelle, da haben wir ganz bestimmte Proteine, da sind wir wieder dabei, ne? Wir haben ganz bestimmte Organellen, die wir gebildet haben, die relevant sind, um diese Vesikel mit der Zellmembran zu verschmelzen. Die sogenannten SNARE-Proteine, S-N-A-R-E abgekürzt. Was die Abkürzung ist, brauchen Sie nicht merken. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade auch nicht auswendig. Die sind aber eben relevant, um dann die Vesikel hier aufzutrennen, damit die Neurotransmitter in den synaptischen Spalt entlassen werden können. Auch wieder hier, ich hatte es erwähnt, ganz viele Mitochondrien, denn eben diese Arbeit dieser SNARE-Proteine, die ist unglaublich energieaufwendig. Das heißt, wenn wir unsere Vesikel mit der Zellmembran verschmelzen wollen, dafür brauchen wir sehr, sehr viel Energie. Dafür brauchen wir wiederum unsere Mitochondrien. Wir können uns das hier mal diesen Ablauf an der Signalübertragung an so einer Synapse, an einer sogenannten chemischen Synapse, mal im Detail anschauen. Fangen wir nochmal ganz oben an, fangen wir in unserem Zellkörper an, haben wir gelernt, am endoplasmatischen Retikulum werden jetzt Proteine synthetisiert und die werden dann in den Golgi-Apparat überführt und hier aufbereitet als Neurotransmitter, den wir dann irgendwie aus der Zelle rausschicken können. Die werden dann in Vesikel verpackt, wir transportieren die Vesikel entlang unseres Axons und dann landen diese Vesikel irgendwann mal in unserem Axonterminal. Und jetzt läuft hier irgendein Signal ein, eine Veränderung am Zellmembran, an dem Zellmembranpotenzial. Das Aktionspotenzial haben Sie wahrscheinlich schon alle irgendwie mal gehört. Aktionspotenzial ist ein elektrisches Signal, das jetzt hier an dieser Zelle ankommt. Und auf dieses einlaufende elektrische Signal hin werden eben diese SNARE-Proteine aktiviert. Daraufhin fusionieren jetzt unsere Vesikel mit der Zellmembran
und unser Neurotransmitter, hier in dem Fall unser erregendes Glutamat, wenn wir noch genau kennenlernen, was das ist, wird hier jetzt in den synaptischen Spalt entlassen. Und dieses Glutamat kann dann an der Postsynapse, also an der nächsten Zelle, an Ionenkanäle mit ganz bestimmten Bindungsstellen. Da haben wir wieder unsere dreidimensional geformten Proteine, die eine ganz bestimmte Bindungsstelle haben. Da kann jetzt unser Glutamat hinbinden, kann dann diese Ionenkanäle aufmachen und ein geladenes Teilchen, in dem Fall Calcium, kann in die Postsynapse, also in die nächste Zelle, hineinströmen und damit eine Signalkaskade auslösen. Das ist also das Prinzip der chemischen Signalübertragung zwischen Nervenzellen. Ja, Frage. Ja. Die Frage ging danach, dass ihre Kommilitonin Acetylcholin als Neurotransmitter kennt. Acetylcholin ist ein Neurotransmitter, der vor allem relevant ist an der Signalübertragung in unserem motorischen System zwischen Nervenzellen und Muskelzellen. Also wenn Sie sich jetzt hier bewegen, alle Bewegungen, die ausgelöst wird, das wird an so einer chemischen Synapse durch Acetylcholin übertragen. Im zentralen Nervensystem dient Acetylcholin vor allem als Neuromodulator. Das werden wir noch genauer kennenlernen in 3 Wochen werden wir uns genauer mit den ganzen Neurotransmittern kennenlernen. Aber Acetylcholin ist eben auch so ein Übertragungsstoff, genau wie eben hier Glutamat oder Gamma-Aminobuttersäure oder Serotonin oder Dopamin oder all die ganzen anderen schönen Stoffe, die wir in unserem Nervensystem zusammen haben. Hat das die Frage beantwortet? Okay, wunderbar. So. Jetzt haben wir es also geschafft, in unserer Zelle Dinge zu synthetisieren, diese Stoffe durch unser Axon ins Axonterminal zu transportieren und da dann in den synaptischen Spalt auszuschütten. Jetzt kommen wir also wieder an, jetzt schließt sich der Kreis, denn jetzt kommen wir nach dem Informationsausgang an den Informationseingang, an die sogenannten Dendriten. Die Dendriten, das sind die Teile an unserer Nervenzelle, die Informationen aufnehmen können. Ich hatte es gesagt, eine Nervenzelle hat immer nur ein Axon, kann aber sehr, 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 sehr viele Dendriten haben. Also eine Nervenzelle kann unglaublich viel Information aufnehmen. Diese Dendriten, das sind die Bereiche der Nervenzelle, an der Informationen ankommt, also an der die Axone anderer Nervenzellen andocken, um hier Informationen an die Nervenzelle weiterzugeben. Diese Dendriten, die brauchen eine unglaublich große Oberfläche. Wir brauchen also sehr, sehr viel Platz, um möglichst viele Axone hier andocken zu lassen. Und um diese Oberfläche zu vergrößern, werden sogenannte dendritische Spines gebildet. Das sind so kleine Ausstülpungen, die können entweder pilzförmig sein oder können fadenförmig sein oder können stubby sein. Wie übersetzt man stubby? Stumpenförmig, keine Ahnung, können also unterschiedliche Formen annehmen und an diesen dendritischen Spines, da können dann eben Axone andocken. Das heißt, unsere Dendriten, das sind die Eingangsstrukturen für die Informationsübertragung an Zellen. Die sind sehr, sehr kurz, die haben also überbrücken also nicht sonderlich große Wege, die sind aber sehr, sehr verzweigt, um hier möglichst viel Information sammeln zu können. Das sind also quasi diese Spines, das sind dann die Kontaktstellen, an denen die Axonterminale andocken. Nochmal zur Begriffsklärung, das Axonterminal, das ist die präsynaptische Seite, die Dendriten, das ist dann die postsynaptische Seite. Also Information kommt an der Präsynapse an und geht dann an die Postsynapse über. Herr Chandri redet da auch ab und zu von der Subsynapse. Das, was Herr Chandri Subsynapse nennt, das ist der Dendrit, also die postsynaptische Seite, ist das Gleiche. Jetzt haben wir also gelernt, wie so ein Neuron ganz grob aussieht. Wir können also an so einer Nervenzelle ganz grob unterscheiden. Wir haben einmal
einen Zellkörper, wir haben ein Dendrit und ein Axon. Ne, das sind die drei Anteile, die wir wirklich brauchen. Die Inputseite, die Eingangsstruktur, das sind die Dendriten. Dann wird die Information an den Zellkörper, am Zellkörper gesammelt und verarbeitet und dann am Axon aus der Nervenzelle herausgeschickt. Ganz wichtig, wir haben in der Regel pro Nervenzelle eine Art von Neurotransmitter. Wir werden so ein paar Ausnahmen kennenlernen, aber man kann Nervenzellen danach klassifizieren, welche Art von Neurotransmitter, also welche Art von Botenstoff an dieser Nervenzelle gebildet wird. Das heißt, man spricht dann von glutamatergen Synapsen oder GABAergen oder Serotonergen oder Cholinergen Synapsen, je nachdem, welcher Botenstoff hier verwendet wird. Und man kann Nervenzellen klassifizieren danach, welche Aufgabe sie haben. Also entweder sind es sensorische Neuronen, das sind all die Nervenzellen, die Informationen aufnehmen, die sogenannte afferente Information, also Information, die zu unserem Nervensystem hinströmt. Oder es können eben Motorneurone sein, also all die Neurone, mit denen wir irgendwie Information abgeben wollen, sogenannte efferente Information, die irgendeinen Effekt hat, die wir irgendwie abgeben können. Oder es können Neurone sein, die zwischen sensorischen und motorischen Neuronen vermitteln, sogenannte Interneurone. Interneurone ist eigentlich die wichtigste Klasse, denn ganz viel in unserem Nervensystem ist einfach nur eine Informationsweitergabe. Also diese Interneurone ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Klasse, die für die Vermittlung von Informationen ganz relevant ist. Da sind zwei Prozesse ganz wichtig, Konvergenz und Divergenz, also das Zusammenfließen von Informationen und das Auftrennen von Informationen. Das werden wir aber noch genauer kennenlernen. Wir können unsere Nervenzellen auch danach unterscheiden, wie die Form der Nervenzellen ist. Ich hatte schon gerade erwähnt, wir haben so eine prototypische Form einer Nervenzelle eben mit Dendriten, Zellkörpern und Axonen. Und je nachdem, welche Funktion so eine Nervenzelle jetzt hat, kann die eben auch eine ganz unterschiedliche Form annehmen. Beispielsweise zeichnen sich sensorische Neurone dadurch aus, dass die Axone ganz eng, ganz knapp hinter dem Zellkörper sich auftrennen, um dann beispielsweise das ein Kollateral des Axons in unsere Haut zieht und das andere Kollateral des Axons in unser Rückenmark zieht. Bei motorischen Neuronen ist das eben ein bisschen anders. Da haben wir in der Regel ein ganz, ganz langes Axon, das beispielsweise von unserem motorischen Kortex bis zu unserem Rückenmark oder dann von unserem Rückenmark bis in unsere Extremitäten zieht. Und Sie sehen es hier an der Darstellung schon, die Axone können eben unterschiedlich lang sein und sie können entweder myelinisiert oder sie können unmyelinisiert sein. Die können also diese Fettummantelung haben oder sie können diese Fettummantelung auch nicht haben. Je nach Aufgabe ist das eben bei jedem Neuron so ein bisschen anders. Und wir haben noch so ein paar Sonderarten von Nervenzellen, je nachdem, wenn Sie beispielsweise primitive Lebensformen anschauen, also Invertebrate, nicht einzellig, sondern ohne Wirbel, wirbellose Tiere, das waren es. Genau, also wenn Sie beispielsweise in Ihrer weiteren Forschungskarriere mal was mit Schnecken machen wollen oder mit Plattwürmern, da findet man eben auch gerne solche unipolare Zellen, bei denen der Dendritenbaum direkt am Axon sitzt. Das findet man bei Menschen eher selten. Was bei Menschen ganz relevant ist, sind sogenannte Bipolarzellen, bei denen wir ein Axon und ein Dendrit haben. Diese Bipolarzellen, die sind ganz relevant zum Beispiel für unser Sehen, für unser Auge. Wenn wir uns dann in der 10. oder 11. Sitzung mit unserem visuellen System auseinandersetzen, da werden wir diese Bipolarzellen ganz genau kennenlernen, die eben Informationen in unserer Retina weitergeben. Und ich hatte schon gesagt, diese Dendriten, was wir uns merken sollten, diese Dendriten, die sind eben in der Regel sehr, sehr weit aufgefächert, damit wir an einer Nervenzelle extrem viel Information sammeln können. Das Extrembeispiel dazu sind die sogenannten Purkinje-Zellen in unserem Kleinhirn. Sehen Sie hier ganz außen auf der Folie. Diese Purkinje-Zellen, die haben ein sehr, sehr, sehr kurzes Axon und einen unglaublich weit aufgefächerten Dendritenbaum. Denn die Aufgabe unseres Kleinhirns ist,
die Informationen, die wir zurückgemeldet bekommen, aus unseren Muskeln miteinander zu koordinieren und fein abzustimmen. Da müssen wir also an einzelnen Zellen unglaublich viel Information sammeln. Und um diese ganze Information sammeln zu können, dafür brauchen wir eben diese extrem weit aufgefächerten Dendritenbäume. Gibt es dazu von Ihnen erstmal irgendwelche Fragen zum Aufbau unserer Nervenzellen und was die ganzen Teile unserer Nervenzellen eigentlich für Funktionen haben? Genau, die Frage zielt darauf ab, wie bekommen wir jetzt die Proteine, die wir im rauen endoplasmatischen Retikulum synthetisiert haben, zum Golgi-Apparat. Das sieht hier so ein bisschen aus, als wären das zwei getrennte Strukturen, aber das sind miteinander verbundene Strukturen. Also die Membran des rauen endoplasmatischen Retikulums und der Golgi-Apparat, die sind miteinander in direktem Kontakt. Also die Stoffe, die wir im endoplasmatischen Retikulum synthetisiert haben, die werden dann direkt die bleiben quasi in der Struktur und werden dann weitergegeben. Die sind also, hängen direkt miteinander zusammen. Ich überlege gerade, habe ich eine andere Abbildung, wo man es besser sieht? Na, hier sieht man es auch nicht so richtig. Nee, leider. Also können Sie sich auf jeden Fall merken, die sind direkt miteinander verbunden. Genau, ja. Ja, noch eine Frage. Genau. Die Frage geht danach, was wäre denn eine schöne Klausurfrage? Wunderbar, dass Sie mich daran erinnern, kann ich wunderbar in der Klausur stellen. Was wäre denn eine schöne Klausurfrage zur Proteinbiosynthese? Wenn ich Sie in der Klausur frage, beschreiben Sie bitte mal die Proteinbiosynthese, dann werde ich Ihnen genau sagen, um welche Proteinbiosynthese es sich handelt. Dann werde ich also sagen, beschreiben Sie bitte mal, an welcher Zellorganelle denn Proteine für den Export synthetisiert werden. Dann wissen Sie, okay, wunderbar, Export, das war raues endoplasmatisches Retikulum, waren die Ribosomen da drauf. Also das werde ich dann schon so eindeutig stellen, dass es in die richtige Richtung geht. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir also gelernt, was die Nervenzellen, also die Informationsleiter an unserem Nervensystem so machen, wie die aufgebaut sind und was die so tun. Die zweite wichtige Klasse, die wir uns in der letzten halben Stunde jetzt anschauen müssen, sind die sogenannten Gliazellen. Ich hatte schon erwähnt, Gliazellen, die sind erstmal vom reinen Aufbau her das gleiche wie Nervenzellen, sind also aus den gleichen Precursor, also den gleichen Vorläuferzellen entstanden, haben also erstmal die gleichen Organellen wie so eine Nervenzelle, aber haben ganz spezialisierte Eigenschaften, die weniger mit der Informationsübertragung zusammenhängen und mehr mit der Versorgung und Strukturierung unseres Nervensystems. Wir können ganz grob 6 Klassen von Gliazellen unterscheiden, die relevant sind, je nachdem, ob wir uns im zentrales Nervensystem, Gehirn und Rückenmark befinden oder im peripheres Nervensystem, alles, was unten an Ihrem Gehirn dranhängt. Ganz grob haben die Gliazellen so ein bisschen die Hausmeisterfunktion in unserem Nervensystem. Die müssen also sich darum kümmern, dass die Nervenzellen arbeiten können. Die müssen also sich darum kümmern, dass hier Nährstoffe rangeschafft werden und Abbaustoffe weggeschafft werden. Die müssen also so ein bisschen die Trennung zwischen unserem Blut und unserem Gehirn darstellen und sie müssen unsere Nervenzellen schützen. Und wir werden uns jetzt mal diese unterschiedlichen Arten der Gliazellen genauer anschauen. Ganz wichtig sind dabei eben die Ependymalzellen, die Oligodendrozyten, die Astrozyten, die Mikrogliazellen in unserem zentralen Nervensystem und im peripheren Nervensystem ähnliche Funktionen, eben die Satellitzellen und die Schwannzellen. Yes, bitte.
Genau, die Frage geht hier nach zu den Informationen über die Ependymalzellen und die Satellitenzellen, die ich hier auf den Folien habe. Die kommen im Chandri ein bisschen zu kurz, sind aber eine ganz wichtige Funktion, deswegen habe ich sie hier mit aufgenommen. Aber das ist eine Information, die fehlt im Chandri. Fangen wir also gleich mal schon mal mit den Ependymalzellen an, die gerade schon mal erwähnt wurden. Diese Ependymalzellen, die finden wir überall da, wo unser Nervensystem, unsere Nervenzellen an Flüssigkeit grenzen. Wir werden das im weiteren Verlauf unserer Vorlesung noch kennenlernen, dass wir in unserem Gehirn haben wir flüssigkeitsgefüllte Hohlräume. Also in der Mitte unseres Gehirns haben wir die sogenannten Vesikel waren die Dinger mit den Neurotransmittern, die Ventrikel heißen die. Diese Ventrikel, das sind Hohlräume in unserem Gehirn und auch im Rückenmark und da ist Wasser drin, mehr oder weniger, die sogenannte Zerebrospinalflüssigkeit, ist mehr oder weniger Wasser und an der Grenze zwischen dieser Flüssigkeit und unserem Nervengewebe finden wir eine Schicht von Gliazellen, die sogenannten Ependymalzellen und die sind ganz wichtig, um eben ganz bestimmte Nährstoffe, ganz bestimmte Stoffe aus dieser Flüssigkeit aufzunehmen oder Abbauprodukte an diese Flüssigkeit abzugeben. Die produzieren und die regulieren auch diese Flüssigkeit. Diese Zerebrospinalflüssigkeit, die ist ganz, ganz relevant und ganz zentral für die Funktion unseres Nervensystems. Die müssen wir also ständig erneuern, ständig aufrechterhalten, um hier Abbauprodukte eben aus unserem Gehirn rauszubekommen. Außerdem sind diese Ependymalzellen ein Lagerplatz für Vorläuferzellen, für Nervenzellen. Also auch im adulten, auch im erwachsenen Gehirn werden in sehr begrenztem Maße Nervenzellen neu gebildet. Und diese Vorläuferzellen von diesen neu zu bildenden Nervenzellen, die findet man eben hier in dieser Schicht von Ependymalzellen. Das werden wir vor allem noch kennenlernen, wenn wir uns mit den chemischen Sinnen beschäftigen, also mit unserem Riechen und Schmecken. Da haben wir eben auch in unserer Nasenschleimhaut Ependymalzellen, aus der dann neue Nervenzellen für unser Riechsystem gebildet werden können. Und wie gesagt, ganz relevant eben, um Abbauprodukte aus unserem Gehirn, also Giftstoffe aus dem Gehirn rauszubringen. Deswegen sollten Sie irgendwann mal als Neuropsychologin und Neuropsychologe in einer psychiatrischen Klinik arbeiten und Sie wollen wissen, ob ein ganz bestimmtes Medikament, ob ein Patient, eine Patientin ein ganz bestimmtes Medikament genommen hat und ob dieses Medikament bei diesen Patienten auch synthetisiert wird, dann können Sie eben diese Zerebrospinalflüssigkeit punktuieren, können also ein klein wenig von dieser Zerebrospinalflüssigkeit entnehmen, um daraus dann die Abbauprodukte von ganz bestimmten Stoffen im Gehirn nachweisen zu können. Also eine ganz wichtige Untersuchungsmethode für alle Stoffwechselvorgänge in unserem zentralen Nervensystem. Die zweite wichtige Klasse von Gliazellen sind die sogenannten Mikroglia. Mikroglia zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie sehr klein sind. Deswegen heißen sie eben Mikroglia. Die sind vor allem relevant für alle Abbaufunktionen und alle Immun- und Abwehrfunktionen in unserem Nervensystem. Das heißt, die sind relevant für die Phagozytose, also für die Aufnahme und Abbau von Fremdstoffen oder von abgestorbenen Zellen in unserem Nervensystem. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir haben beispielsweise gibt es die Erkrankung, die Alzheimer-Demenz, bei der dann Nervenzellen absterben. Da sammeln sich diese Tauproteine in den Nervenzellen, dadurch sterben dann die Nervenzellen ab. Und um diese abgestorbenen Nervenzellen dann irgendwie wegzuräumen, dafür brauchen wir unter anderem diese Mikroglia. Oder wenn wir uns beispielsweise, einen Arm absägen, dann haben wir, ich habe es schon erwähnt, wir haben in unserem motorischen System sehr lange Axone, die von unserem Motorkortex beispielsweise in den Arm ziehen. Wenn ich mir meinen Arm absäge, dann habe ich hier quasi ein Axon, das dann vor sich hin einfach rumliegt. Und damit dieses Axon abgebaut wird, das ich nicht mehr brauche, brauche ich auch unsere Mikroglia. Die sind also für diese ganzen Abbauvorgänge in unserem Gehirn ganz relevant. Und diese Mikroglia, die sammeln sich auch in all diesen Bereichen unseres Gehirns, unseres Nervensystems, in denen Nervengewebe abgestorben ist. Die füllen also diese Hohlräume aus von Bereichen in unserem Nervensystem, wo eben keine Nervenzellen mehr vorhanden sind.
sind aber nicht nur für solche negativen Prozesse relevant, sondern auch für die Unterstützung von neuen synaptischen Verknüpfungen. Ganz wichtig. Ja, Frage. Die Mikroglia, also die Frage ging danach, ob wir die Mikroglia sowohl im peripheren als auch im zentralen Nervensystem finden. Wir finden Mikroglia sowohl im zentralen als auch im peripheren Nervensystem. Schauen wir uns mal an, was denn diese Mikroglia an der Orientierung von Synapsen für eine Rolle spielen. Wir haben es schon gelernt heute in der Vorlesung, dass wir Präsynapsen und Postsynapsen haben. Wir haben also Axone und wir haben Dendriten, Axone und dendritische Spines, die irgendwie Verknüpfungen eingehen müssen. Das heißt, die müssen irgendwie zusammenfinden. Und damit die eben zusammenfinden, sind unsere Mikroglia ganz relevant, denn diese Mikroglia, die können die Axone bzw. die dendritischen Spines nehmen und im Raum orientieren, damit die dann eben zusammenfinden. Die sind also ganz wichtig für eben diesen Wachstumsprozess, damit wir hier ein neuronales Netz ausbilden können. Das Ganze kann man auch visualisieren. Ich habe Ihnen mal ein Video mitgebracht. Schauen Sie mal so, ich hoffe, Sie können es einigermaßen erkennen. Ich hoffe, der Beamer ist gut genug. Schauen Sie mal so in die Bildmitte. Da sehen Sie eben, wie so eine Nervenzelle ein sogenanntes Phylopodium ausschickt, also so ein Phylopodium, das sind eben diese Fühler, diese Tastzellen, um eben dann einen Kontakt mit einem Dendrit aufnehmen zu können. Und damit eben hier Dendrit und Axon zusammenfinden, da sind eben diese Mikroglia ganz relevant. So, das war jetzt eine Aufnahme über eine Woche hinweg. Also wir haben eine Woche lang in dem Fall hier Nervenzellen in einer Nährlösung am Leben gehalten. Und hier haben Sie jetzt mal gesehen, okay, wie finden denn eben hier diese Axone und Dendriten in so einem neuronalen Netz zusammen. Die nächste Klasse von Gliazellen, die wir uns anschauen müssen, sind die sogenannten Astrozyten. Die Astrozyten, die sind ganz relevant, um eben unserem Nervensystem eine Struktur und Form zu geben. Die Astrozyten, die sind ganz relevant, um unsere Nervenzellen mit Nährstoffen zu versorgen. Die nehmen zum Beispiel aus dem Blut ganz bestimmte Stoffe auf, um die dann an unsere Nervenzellen weiterzugeben. Ganz wichtig, zwischen unserem Blutgefäßsystem und unserem Nervensystem besteht die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Also unsere Blutgefäße, die sind eigentlich undurchlässig mit sogenannten Endothelzellen ausgekleidet, also bilden also quasi eine undurchlässige Schicht, aber eben diese Endothelzellen können ganz bestimmte Stoffe aufnehmen und dann an die daran andockenden Astrozyten weitergeben. Das ist ganz wichtig, um eben ganz bestimmte Stoffe die wir über unsere Nahrung aufnehmen, über unser Blutgefäßsystem dann aufnehmen, dann an unser Nervensystem weiterzugeben. Ich hatte schon gesagt, wir müssen ganz bestimmte essentielle Aminosäuren über unsere Nahrung aufnehmen, aber auch ganz bestimmte Fremdstoffe, beispielsweise ganz bestimmte Medikamente, müssen wir irgendwie von außen aufnehmen, um sie dann in unser Nervensystem reinzubekommen. Es gibt auch Stoffe, die können diese Blut-Hirn-Schranke überschreiten, beispielsweise Nikotin kann diese Blut-Hirn-Schranke überschreiten, Alkohol genauso, aber eigentlich in der Regel können keine Fremdstoffe die Blut-Hirn-Schranke überschreiten. Diese Astrozyten, die nehmen also hier diese im Blut gelösten Stoffe auf und geben sie an die Nervenzellen weiter. Frage. Die Frage geht danach, ob Nervenzellen direkt mit Blutgefäßen verbunden sind.
Wir werden uns im Hormonsystem anschauen, dass Nervenzellen Stoffe an das Blutsystem abgeben können. Also Nervenzellen können Hormone in dem Fall, also Hormone bilden und ans Blutgefäßsystem abgeben. Aber Nervenzellen nehmen aus dem Blutsystem direkt keine Stoffe auf. Genau, also die Frage ist, ne, sind Neuronen direkt mit dem Nervensystem, mit dem Blutgefäßsystem verbunden? Ja, die Ausgangsstrukturen können direkt an Blutgefäße andocken, nehmen aber eben, ganz wichtig, nehmen keine Stoffe aus dem Blutgefäßsystem auf. Diese Astrozyten sind nicht nur relevant für den Austausch zwischen unserem Blutgefäßsystem und unseren Nervenzellen, sondern die speichern auch ganz bestimmte Ione, beispielsweise Calcium, und sie speichern auch Neurotransmitter. Wir hatten es vorhin schon gelernt, wir können an den chemischen Synapsen Neurotransmitter in den synaptischen Spalt entlassen. Und dann liegen die Neurotransmitter da erstmal rum und dann müssen die ja irgendwie wieder weggeräumt werden. Das heißt, wir können diese Neurotransmitter dann entweder in die Präsynapse wieder aufnehmen oder die werden von den Astrozyten aufgenommen, werden also von den Astrozyten weggeräumt und in den Astrozyten gespeichert. Das heißt, in dem Fall greifen Gliazellen tatsächlich in die Informationsübertragung ein. Denn Gliazellen in dem Fall regulieren, wie schnell Neurotransmitter aus dem synaptischen Spalt gesäubert werden, also wie schnell die weggeräumt werden und bestimmen dadurch, wie lange Neurotransmitter an chemischen Synapsen wirken können. Und zu guter Letzt noch zwei Gliazellen, einmal die Oligodendrozyten und einmal die Schwann-Zellen. Die fasse ich hier einmal zusammen, weil sie, obwohl es zwei unterschiedliche Klassen von Gliazellen sind, erstmal die gleiche Funktion erfüllen. Die Oligodendrozyten im Zentralnervensystem, also Gehirn und Rückenmark, und die Schwann-Zellen im peripheren Nervensystem. Diese Schwann-Zellen, Oligodendrozyten, die sind relevant für die, wir haben es ganz am Anfang schon kennengelernt, Myelinisierung, also diese Fettummantelung um die Axone, um die Nervenfasern drumherum. Diese Oligodendrozyten, die Lateiner werden es im Namen erkennen, die haben eben einen sehr hohen Fettanteil und bilden damit eben die sogenannte Myelinisierung, also diese Ummantelung um die Axone. Die schützen also unsere Axone vor äußeren Einflüssen, beispielsweise vor Verletzungen. Und ganz wichtig, die isolieren auch parallel laufende Axone. Das werden wir noch ganz genau kennenlernen. Wir haben ja unsere Axone, also unsere Nervenfasern, die laufen beispielsweise in unserem Rückenmark in ganz, ganz großer Zahl in die gleiche Richtung, direkt beieinander. Aber wir müssen die einzelnen Axone voneinander isolieren, damit die sich nicht gegenseitig beeinflussen und gegenseitig stören können. Vorhin gab es schon eine Frage, es gibt eine Erkrankung, bei der diese Myelinisierung um die Axone angegriffen wird, die Multiple Sklerose. Da wird diese Myelinisierung eben abgebaut und da kommt es eben zu einer Störung der Informationsübertragung an benachbarten Axonen. Da können sich also die Axone gegenseitig beeinflussen, das beeinflusst dann und stört dann unsere Informationsübertragung an unseren Axonen. Diese Myelinisierung ist auch noch aus dem zweiten Grund ganz wichtig für die Informationsübertragung, denn die ist die Grundlage für die sogenannte saltatorische Erregungsleitung, für das Springen des Aktionspotentials entlang der Ranvier'schen Schnürringe. Wenn wir also so ein Axon haben, dann ist dieses Axon umwickelt von unseren Oligodendrozyten bzw. Schwann-Zellen und hat immer Einschnürungen in dieser Myelinisierung. Diese Einschnürungen, das sind die sogenannten Ranvier'schen Schnürringe und das werden wir uns dann in den nächsten Sitzungen genau anschauen. Das Aktionspotential, das läuft ja, das ist eine elektrische Potentialveränderung, die unser Axon entlangläuft. Und dieses Aktionspotential, das springt von Schnürring zu Schnürring und das beschleunigt die Informationsleitung ganz enorm. Eine Frage.
Genau, die Frage geht nach der, nochmal eine Detailfrage zur multiplen Sklerose, nämlich danach, was denn passiert bei der multiplen Sklerose, wenn die Myelinisierung abgebaut wird. Sie haben vollkommen recht, wenn die Myelinisierung, also diese Oligodendrozyten und Schwann-Zellen abgebaut werden, dann versucht unser Körper zunächst, das wieder aufzubauen. Das heißt, multiple Sklerose verläuft schubartig. Das ist also kein kontinuierlicher Verlauf, kein kontinuierlicher Abbauprozess, sondern Sie haben häufig eben einzelne Schübe, die zeitlich sehr stark auseinander liegen können. Sie können beispielsweise einen einzelnen Schub haben, in dem Ihr Immunsystem diese Myelinisierung angreift. Die wird dann erstmal abgebaut, die wird dann über eine Zeit auch wieder aufgebaut und das geht dann in so Schüben immer weiter. Leider aber auf weite Schritten ein degenerativer Prozess, der leider bisher noch nicht heilbar ist. Schauen wir uns das Ganze im Detail nochmal an. Also ganz wichtig, was eine funktionelle Unterscheidung zwischen Schwann-Zellen und Oligodendrozyten ist. Im peripheren Nervensystem, da finden wir die Schwann-Zellen und eine Schwann-Zelle umwickelt immer nur einen Bereich eines Axons. Ne, im peripheren Nervensystem, da haben wir sehr, sehr lange Axone, also sehr, sehr lange Nervenfasern und da haben wir quasi eine Aneinanderreihung von mehreren von diesen Gliazellen und eine davon umwickelt immer nur einen Bereich eines Axons. Im zentralen Nervensystem ist es genau andersrum, da liegen die Axone sehr nah beieinander, da haben wir auf einem engem Raum sehr viele Axone und eine Oligodendrozyte umwickelt hierbei immer mehrere beieinander liegende Axone, isoliert also gleichzeitig mehrere Axone und kann hier also auch hier wiederum eine räumliche Struktur für diese parallel laufenden Axone bieten. So, damit wären wir für heute durch mit unseren Nervenzellen und unseren Gliazellen. Ich hoffe, Sie haben jetzt mitgenommen, was wir alles brauchen, um uns eine Nervenzelle zu bauen und wie wir unsere Nervenzellen mit Nährstoffen versorgen können. So, Fragen? Genau. Genau, ganz gut erkannt. Die Satellitenzelle, die habe ich zwar hier auf der Folie, habe sie aber nicht genauer erklärt. Die Satellitenzelle, das sind im Grunde das, was das ist im peripheren Nervensystem das, was die Astrozyten im zentralen Nervensystem sind. Ich habe die hier nicht extra aufgeführt, weil die relativ langweilig sind. Die versorgen einfach nur unsere Nervenzellen im peripheren Nervensystem mit Nährstoffen. Aber sonst machen die nicht viel. Ja, Frage. Die Frage ist, welche von den Gliazellen sind vor allem relevant für den Ionenspeicher? Das sind vor allem die Astrozyten, die hier eben vor allem für den Calciumhaushalt ganz relevant sind. Ja. Okay, wunderbar. Es scheint dann keine Fragen mehr zu geben. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder.